Hier sieht man ein Wassermolekül. Es besteht aus einem Sauerstoffatom, hier in Rot, und zwei Wasserstoffatomen, hier in Weiß. Ein Sauerstoffatom besitzt 6 Valenzelektronen, davon 2 freie Elektronenpaare und 2 Bindungselektronen. Diese Bindungselektronen bilden Elektronenpaarbindungen mit den Bindungselektronen der Wasserstoffatome. Ein Wasserstoffatom besteht aus einem positiv geladenen Proton, hier rechts im Bild, und einem negativ geladenen Elektron, hier links im Bild. Die positive Ladung des Protons wird durch die orangene Markierung dargestellt. Jede Säure-Base-Reaktion hat einen Protonendonator und einen Protonenakzeptor. Die Schwefelsäure, hier links im Bild, ist in dieser Reaktion der Protonendonator. Sie ist eine zweiprotonige Säure. Sie gibt 2 Protonen ab und diese werden anschließend von je einem Wassermolekül aufgenommen. Es entstehen also Oxonium-Ionen. Die Produkte dieser Reaktion sind Sulfat-Anionen und Oxonium-Kationen, die alle aquatisiert, also in Wasser gelöst, vorliegen. Man spricht jetzt von einer schwefelsauren Lösung.